Das ist ein Name, richtig. Und Sherry ist ein Baby. Sherry war ein Mädchen. Und Sherry hatte lange Wimpern. Wimpern sind die Haare am Auge, ja? Hier ist Sherrys Kopf und hier sind die Augen. Achtung, und sie hatte lange Wimpern. Sehr lange Wimpern. Ja? Das sind die Wimpern. Und hatte keine Nase. Ein Moment. Ja? Sie hatte sehr, sehr lange Wimpern und eine Nase, einen Mund. Eyebrows. Die brauchen wir nicht, die sind nicht so wichtig. Und Sherry war sehr leicht. Sie war sehr leicht, ja? Richtig. Sie war sehr leicht. Sie wog wenig. Also, das ist das Gewicht, ja? Kilo oder Pfund? Pfund? Ja? Pound? Ja? Das ist das Gewicht. Ja, und du gehst auf eine Waage und hier sind Zahlen 30, 40 und auf der Waage guckst du, oh, so viel Kilo ist mein Gewicht, ja? Sie war sehr wenig. Sie wog 22 Kilo. Ja, Sherry wog nur 22 Kilo. Sie war sehr leicht. Sehr leicht. I'm ja? heavier than Sherry. Sherry hatte immer, jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, immer einen Mantel an. Ein Mantel ist eine lange Jacke. Ja, sie hatte immer einen Mantel an. Hier ist der Mantel. Meine Mutter hat einen Mantel. Meine Mutter auch. Ja? Und Sherry auch. Sherry hatte jeden Tag einen Mantel an. Where's her? Ein Moment, das kommt noch. Ja? Hier ist der Mantel, der ist sehr lang. Und hier sind die Füße. Oh, my mother's not that long. Der Mantel. Und der Mantel von Sherry war rot und blau. Sie hatte immer einen rot-blauen Mantel an. Der Mantel war, vielleicht war er hier blau. Hier war er blau. Machen wir so, der ist hier blau. That's so ugly. Yay! Yeah. Yeah. That's ugly. Yes. Ugly, ugly. Oh, hier ist er rot. She's a fan of Barcelona. Yes. So, genau. Yeah. Yes. Genau. I'm sure. Das ist egal. Eine Person liebt einen rot-blauen Mantel, einer mag schwarz. Ja, jeder für sich. Und sie hatte immer einen rot-blauen Mantel an und der Mantel hatte eine Kapuze. Das ist der rot-blaue Mantel und der hatte eine Kapuze. Hier ist die Kapuze. A hoodie. Aha. Oh, she's really ugly. Das ist nicht nett. So jeez, you're such a bully. Oh no. Ugly. Oh no. Das ist die Kapuze. Yeah. Das. Shh.
Kapuze. Okay, die Kapuze ist vielleicht nur rot. So. I mean, interesting. Dann ist er das. Cherry hatte einen immer, jeden Tag diesen Mantel an, diesen rot-blauen Mantel. Ja? Und sie war sehr leicht. Ja? Sie wog 22 Kilo. Und der Mantel, die rote Seite vom Mantel, das Rote am Mantel, wog 7 Kilo. Die blaue Seite vom Mantel wog 7 Kilo. Das sind schon 7 und 7 sind schon 14 Kilo. Ja? Und die Kapuze wog 3 Kilo. 15 Kilo. 17 Kilo. 17 Kilo. Und ihre Wimpern, ihre langen, langen, langen Wimpern wogen 1 Kilo. Sehr lange, schwere Wimpern. Cherry's Körper wog, guck mal, 7 und 7 sind 14 und 1 sind 15 Kilo und 3 sind 18 und Cherry's Körper wog 4 Kilo. Bei Cherry mit dem Mantel und mit der Kapuze, mit den Wimpern, wog 22 Kilo. Cherry war wie ein Vogel, ganz leicht. Sie wog nur 4 Kilo. Ganz, ganz leicht. Wait, that's all that is just to make her not fly away. Ja, genau. Richtig, damit sie nicht einfach fliegt. Hui, wie ein Ballon. Ja? Ja. Cherry. Cherry saß in Frau Jules Klasse am Fenster. Sie saß immer am Fenster. Hier ist das Fenster. Nee, warte, einen Moment. Das mache ich nicht. Ich mache das Fenster hier. Hier ist das Fenster. Glass. Ja? Window. Richtig. Und Cherry saß. Hier zwei. Das funktioniert. Gesundheit. Ein bisschen nach da. Gesundheit. Wer war's? Sie hier. Gesundheit. Gesundheit. Cherry saß hier. Das ist Cherrys Tisch und Cherrys Stuhl und Cherry saß hier in dem langen, langen Mantel. Ja? So. Da ist das Gesicht. Die darf in den Classroom. So. Cherry saß. You need to do it blue and red. I think you need to make Cherry eyelashes so they don't look like. Cherry saß immer am Fenster in Frau Jules Klasse. Und Cherry saß am Fenster und schaute immer aus dem Fenster. Sie schaute nicht zur Tafel, nicht zu Frau Jule. Sie schaute nur aus dem Fenster. Sie schaute immer aus dem Fenster, sie starrte. Aha. Daydreaming. Sie starrte aus dem Fenster. Und sah Bobby. sie starrte aus dem Fenster. Und sah Bobby. Im Himmel, in der 30. Etage, kann Bobby fliegen. Das ist neu. No, sie sieht die Vögel vielleicht. Ja? Mach das nicht. Sie starrte immer aus dem Fenster. Sie verbrachte viel Zeit. Das ist vielleicht schwer. Sie verbrachte viel Zeit. Sie viel von der Zeit. Die Zeit. Yeah. Ja. Schaute sie aus dem Fenster. Sie verbrachte. Ja? Sie verbrachte viel Zeit
nur aus dem Fenster zu starren. Nicht eine Minute. Ja, the whole lesson. Die ganze Stunde oder den ganzen Tag. Sie starrte immer aus dem Fenster. Das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Ja. Viel, viel, viel Zeit. Aber war Frau Jule sauer? Nein. Frau Jule war das egal. Süß. Frau Jule egal. Egal ist ignore. Nobody cares. Es war egal, es ist ignore. Ja? Frau Jule war es egal. Nein. Frau Jule, sie ist nicht eine schlechte Lehrerin. Frau Jule sagte, dass viele Leute lernen am besten, wenn sie aus dem Fenster starren. Dann lernen sie am besten. Ja? Sie sagt, Sherry lernt so viel, weil sie aus dem Fenster starrt. Ja? Das ist das beste Lernen. Das ist eine verrückte Schule. Ja? Ja. Sie sagt, viele Leute lernen am besten, wenn sie aus dem Fenster starren. Okay, sorry. Sherry starrte aus dem Fenster oder schlief ein. Oder rannte weg. Oder rannte weg. Oder jetzt sind die auch zu mit den langen mit den langen Wimpern. Oder Sherry schlief ein. Her head is on the table. Sie bangte und das kommt gleich. Einen Moment. Oder sie schlief ein. Ja? Sie bangte on the table and broke. Sherry schlief oft. Viele Male. Sie schlief sehr offen. Richtig. Sie schlief sehr oft in Frau Jules Unterricht. Wisst ihr noch, was Unterricht war? Class. Like our period. Yeah, like lesson. Yeah. Ja? Sie schlief viel im Unterricht und Frau Jule war auch nicht wütend. Frau Jule war das egal. Das war Frau Jule egal. Schlaf ruhig, gute Nacht. Schlafen, ja, ist gut. Ja? Frau Jule sagte, viele Leute lernen am besten, wenn sie schlafen. Yeah, ja, she said that too. Now we need to replace Frau Jule. Frau Jule dachte, Sherry ist die beste Schülerin. What? In der ganzen Klasse. Frau Jule dachte, Sherry ist das beste Schülerin in der ganzen Welt. In der ganzen Welt. Oder aber zumindest in der ganzen Klasse. Die beste Schülerin. Sie starrt aus dem Fenster. Sie schläft. Die beste Schülerin. So, ja? In der ganzen Welt. Ah, oh, aber sie macht so viel. Sie starrt aus dem Fenster. Es ist fantastisch. Ich wünschte, alle meine Schüler wären wie Sherry. Okay, I can do that. Nein, bitte nicht. Okay. You have to do it. Nein, bitte nicht. Okay, Sherry verbrachte den ganzen Tag mit aus dem Fenster starren oder schlafen. Sie machte nichts anderes. Sie starrte aus dem Fenster und schlief. Das war alles. Oder sah Bobby. Frau Jule dachte, sie ist die beste Schülerin in der ganzen Klasse. Ein
Nachmittags. Wisst ihr, was Nachmittag ist? It's almost night. It's like kind of... Eines Nachmittags ist... Mittag ist um 12. Oh, und Nachmittag... Afternoon. Richtig. Das ist bis wann? Bis 5. Bis um 5? It's 1. Bis 5 Uhr, 1 bis 5 Uhr ist Nachmittag, ungefähr, ja, circa. Das ist ungefähr Nachmittag. So, das wäre Mittag. Ne? Und Nachmittag, Afternoon, wie in Englisch, genau. Ja, an diesem Nachmittag war es sehr heiß. Es war sehr heiß. Der Sonne war sehr heiß. Die Sonne war sehr heiß, die Sonne schien, es war heiß und Cherry hatte natürlich den Mantel an und in einem Mantel ist es sehr, sehr, sehr heiß, ja? Cherry war sehr, sehr heiß und alle Fenster waren nicht zu, alle Fenster waren auf. No. Ja, das Fenster ist hier no. Und die Fenster waren auf. Das Fenster war auf. Oh no. Und trotzdem, wisst ihr, was trotzdem war? But she is still sleeping. Trotzdem. Or anyway, ja, trotzdem, hier, trotzdem hatte Cherry den rot-blauen Mantel an. Ja? But she's still sleeping. Aber, oh ja, sie ist noch auf. Sie schläft noch nicht, okay? Aber, Cherry war sehr, sehr, sehr heiß. Sie zog den Mantel nicht aus. Der Mantel war an. Oh, aber die Hitze, wenn es heiß ist, gibt es Hitze. Ja, viel Hitze ist... Sweat. Heat. Ja? Trotz der Hitze lief sie den Mantel an, aber die Hitze machte Cherry sehr müde. Sie wurde sehr müde. Und schlaf aus das. Frau Jule, Unterricht ist die Lesson, ja? Und unterrichtete. She taught the lesson. Richtig. Sie unterrichtete Mathe. Die Klasse hatte in dem Moment Gesundheit. Mathe. Die Klasse hatte Mathe. Cherry zog die Kapuze über ihr Gesicht. Ganz tief. So. Sie zog die Kapuze über ihr Gesicht und kuschelte sich ein. Sie kuschelte sich ein. Kuscheln ist, wenn du, das ist ein Teddybär und du kuschelst mit deinem Teddybär. Kuscheln. Ja. She snuggled in, ja? Sie kuschelte sich in ihren Mantel und sie... noch nicht. Einen Moment. Hier ist die Kapuze. Sie schlief ein. Cherry schlief ein und ein Mädchen in der Klasse, hier ist das Mädchen, das sitzt auch auf dem Stuhl, ja? Das ist Kati. I know her. She's gonna tattle on it. Ja. Und Kati sagte, sie hob die Hand und sagte, Frau Jule? Frau Jule? Cherry schläft. Und Frau Jule sagte, Leute lernen. Das ist gut. Frau Jule sagte, das ist gut. Cherry.
Worte. Gerade in dem Moment. Sie lernt jetzt. Ja? Gerade ist so wie jetzt. Sie lernt in diesem Moment. Sie lernt gerade. Das ist gut. She's just learning how to sleep. Und Frau Jule machte mit dem Unterricht weiter. Sie unterrichtete weiter. Und plötzlich fing Sherry an zu schnarchen. Sie fing an zu schnarchen und Kathi hob die Hand. Frau Jule! Sherry schnarcht. Und Frau Jule sagte, ja, ich höre das. Ja, ich höre das Schnarchen. Das Leute. Das ist gut. Sie lernt gerade so viel. Frau Jule sagte, ich wünschte, ihr alle wärt wie Sherry. Ich wünschte, ihr wärt wie. You would be like. Ja? Ich wünschte, ihr wärt wie Sherry. Sherry fing an. Sie fing an, sich zu drehen und zu wenden. Like toss and turn, ja? Sie fing an, sich zu drehen und zu wenden. Hin und her. Sie fing an, sich zu drehen und zu wenden und... Das sind die Füße. Sherry fiel auf den Tisch. Sie fiel an zu drehen und zu wenden und fiel auf den Tisch. Sie fiel auf ihren Tisch und dann rollte sie von ihrem Tisch auf Katis Tisch. Sie rollte auf Katis Tisch. Und Kathi schrie und Sherry, nyam, 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 Sherry war am Schlafen und Sherry rollte wieder auf Sherrys Tisch. Sie rollte auf Sherrys Tisch. Und dann rollte Sherry aus Kathi. Yes. Oh. Yes. Yes. Aus dem Achtung, hier ist Wayside School. Hier ist die 30. Etage. Wayside School? Ja. Also it's Wayside. Und hier, Achtung. Hier fiel. Hier fiel Sherry. Und Sherry. Hier fiel Sherry aus dem Fenster. Sherry rollte aus dem Fenster und Sherry schlief weiter. Sie schlief tief und fest. Und ganz tief und fest. Sie schlief tief und fest. Like soundly, deep. Ja? Sie schlief tief und fest und fiel aus dem Fenster. Ja? Und ihr wisst, Frau Jules Klasse ist in der 30. Etage. Ja, das ist die 30. Etage. Das ist ein langer, 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 langer Weg nach unten. Ja, und sie fiel für eine lange Zeit nach
Etagen. Sherry 4, 10 Etagen. Die ersten 10 Etagen. Und Sherry wachte auf. Sie schlief nicht mehr. Sie schlief ein und dann das Gegenteil ist, sie wachte auf. Sherry wachte auf und schaute sich um und dachte, hä? Ich bin nicht in meinem Bett zu Hause. Wo ist Frau Ich bin Jule? Nicht in der Schule. Wo ist Frau Jule? Ha, das reimt. Wo ist Bobby? Ich bin nicht in der Schule. Wo ist Frau Jule? Wo ist Kathi? Und wo ist sie wusste wo nicht, wo sie war. I know. Sie dachte, sie dachte, sie dachte, wo bin ich? She's gone. Wo bin ich? Oh, I know. Aber she's already dead and now she's in the sky. Sherry, she's gonna die. Probably. Dachte. No, she's. Es ist egal. Everyone's gonna have it. She's gonna start to get out of that jacket and that night. No, Joe doesn't die. Sherry dachte. Es ist egal. Und Sherry zog die Kapuze über ihr Gesicht und Sherry schlief weiter. Sie schlief wieder ein. Seriously? Really? Ja, es war ihr egal. Dann fiel sie die nächsten 10 Etagen. 10 more left. Sie fiel die nächsten 10 Etagen. Wayside School hat einen riesigen Schulhof. Der Schulhof, in der Pause geht man raus auf den Schulhof. Garden. Oh. Ja, like the schoolyard, ja? Der war riesengroß. Hier ist der Schulhof. Oh, is it for spielen? Auf dem Schulhof ist auch ein kleiner Spielplatz. Mm-hmm. Ja, mit einer Rutsche und einer Schaukel. Yeah. Ja? Und unten auf dem Schulhof, ganz am Ende, hier, war ein Mädchen. Louis, der Sportlehrer. Nein! Oh, Louis! Nicht Louis! Louis ist Sportlehrer. Louis war der Sportlehrer. Ja. Und Louis war ganz auf der anderen Seite. Und Louis sah, wie Sherry aus dem Fenster fiel. Und Louis rannte so. Rannte und hier, Achtung, hier war ein Motorcycle. Hier war ein Volleyball Netz. Ein Volleyballnetz und Louis duckte sich unter das Volleyballnetz. Er ging unter das Volleyballnetz und dann kam hier, Achtung. Wait, why is Louis outside but not any other kids? Louis ist immer auch draußen. Er ist oft draußen. Aber es ist ein Sportlehrer, nicht ein Kind. Ein Lehrer wie Jule. Und er ging, das ist das Klettergerüst. Wisst ihr noch, was Klettern war? Richtig. Das ist das Klettergerüst. Und Louis kletterte über das Klettergerüst. Unter das Wasser, über das Klettergerüst. Und in einer Sekunde. Hinter dem Klettergerüst war das Fußballfeld. Hier ist das Fußballfeld, ja? She's falling so slowly. Hier ist das Fußballfeld. She's flying. And also he's going very fast. Und Louis rannte über das Fußballfeld und schoss ein Tor. Ja, hier ist das Tor. Er schoss ein Tor. Und Louis rannte weiter und rannte über das Gras. Hier war dann Gras. Und sah ein Hund. Er war über das Das war ein Er war
trat er da rein mit dem Schuh? Ja. Ja. Oh. Ein Hund. Oh, das ist ekelig. Und Louis rannte weiter. Und he's dead from the poop. Bevor Kaka. Ja, Kaka am Fuß hier. Nein, er fiel nicht. Und Louis, ein Mann. Okay. Bevor Sherry auf den Boden fiel, fing Louis. I hope he catches. Yeah, but she's gonna die again. It doesn't matter if she's gonna hit the floor or not. Really? Louis! Louis, thank you, Sherry! You have to get a horse and the thing will have claws. But Louis! Bevor sie auf den Boden fiel und die Kinder in Frau Jules Klasse schauten alle aus dem Fenster und die Kinder in der Klasse applaudierten, sie klatschten. Yay! Sie applaudierten oder sie klatschten. Sie klatschten und Sherry wachte auf. Sherry wachte auf und schaute Louis an und sagte: Mensch, Louis, warum hast du mich geweckt? Weil Harry woke me up. Ja. Warum hast du mich geweckt? Just drop her again. Drop her on the poop. This one is the best. Louis, warum hast du mich geweckt? This one is the best. Und Louis sagte, es tut mir leid. What? Entschuldigung? Entschuldigung? Sorry. Es tut mir leid. I'm sorry. What? Es ist eine verrückte Schule, ja? What? Louis sagte, oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Entschuldigung. Es tut mir leid. But he hurt her. Ja, natürlich. Aber es ist eine verrückte Schule. Und Sherry sagte, Louis, es tut mir leid. Es tut mir leid. Immer es tut mir leid. Ist das alles, was du sagst? Nein. Sherry sagte, ich hatte einen wunderbaren Traum. Was ist ein Traum? A dream. Ich hatte einen wunderbaren Traum und du hast mich geweckt. Yeah, that's the... Sie sagte, Louis, du ärgerst mich immer. What? You trouble me every time. Chorna. You're always mean to me. You're always upsetting me. Yeah? Du ärgerst mich immer. But she helped. Du ärgerst mich immer, Louis. Ich kann's nicht ausstehen. No. Ich, stupidest people in the universe. Kann es nicht ausstehen. I can't take it. Ja? Ich kann's nicht ausstehen. Aber dann lachte Sherry und Sherry drückte Louis. What? Sie drückte Louis. Es war ein Witz. Ja, es war nicht ernst. It was a joke. Ja, sie drückte Louis. Und Louis trug Sherry
die ganzen Treppen bis in die 30. Etage, bis in die Klasse. Und an dem Abend ging Sherry in ihr Bett und schlief und konnte nicht schlafen. Sie schlief nicht. Sie war einfach nicht müde. Das Ende.